eine ganz schöne guten Morgen meinerseits. Es freut uns sehr, wieder bei der Forum Nordicum alle zu treffen. Und das heißt, dass die Saison geht bald los und ist natürlich dann nach langer Vorbereitungszeit eine ja, wichtige Meilenstein für das kommende Winter. Good morning, everybody. Also on behalf of FIS, it's really a pleasure to be here with you at the Forum Nordicum. It's always a special moment because it means the season is right around the corner. So after a lot of preparations and energy to get ready for the season, we feel it's now with us. Wie ich eigentlich die Kollegen hier im Raum kenne, sind wir relativ mehrheitliche Deutschsprechende. Habe ich das richtig eingeschätzt? Würdest du sagen? Ja. Thorsten? Man hört, dass der Uwe dabei ist. Herzlichen guten Morgen, Herr Ehrenpräsident. So von dem her werde ich mehrheitlich in Deutsch bleiben. Selbstverständlich, wenn wir kommen zum Schluss und machen Fragen, das sind verschiedene Sprachmöglichkeiten vorhanden. Es wird dann sicher zwischendurch ein oder der englische Ausdruck, aber eigentlich gehört das zum Normaltag heute, vor allem im Sport, wo wir relativ international mit gewissen Ausdrücken gekommen haben. Die übliche relativ lange Information über der IOC und Aktivitäten und so weiter, dass unser Präsident wird dann beitragen bei der Forum, wird heute nicht stattfinden. Er lässt alle ganz herzlich begrüßen. Er ist heute in Lausanne bei der IOC. Auf diesem Grund könnte er leider trotz einer sehr, sehr großen Organisation und Planung von seitens von Thorsten, musste er das leider Gott absagen. Aber seine Wünsche sind hier und er aber leider nicht persönlich präsent. Morgen auf dem Programm habe ich gesehen, dass Christian Klaue einen Vortrag hat. Und ich denke, er wird dann relativ detailliert über allgemeine IOC-Sachen und sicher zu ein oder anderen Schwerpunkt werde ich dann eher auf unsere spezifischen Themen, sprich hauptsächlich Pyeongchang und dann auch ein oder andere Wort dann zu die weiteren Aktivitäten gemeinsam in die olympische Bewegung. Aber zuerst ein Rückblick vor ein Jahr. Wir waren gemeinsam in Lahti, kurz vor der FIS-Nordische Ski-WM. Und es ist jetzt Geschichte, es ist lange Zeit her, aber um einen Rückblick zu machen, es war wirklich eine sehr, sehr erfolgreiche Weltmeisterschaft. Selbstverständlich im Vordergrund für den Sport. Es waren viele neue Heroes und ausgezeichnete Leistungen. Aber vor allem, der Spirit is back. Also in Lahti haben wir wirklich gesehen und gespürt, dass die ganze Problematik nachhinein von 2001 ist dann jetzt endlich fertig. Es ist begraben. Wir konnten jetzt über eine neue Ära für Langlaufsport in Lahti sprechen und sehen. Erfolgreiche neue Generation. Und das ist auch wichtig, dass eine von den tragenden Nationen im nordischen Skisport auch den Selbstvertrauen und auch das Vertrauen vor allem von das Publikum wieder aufgebaut hat. Es wird aber der Grund, warum ich auf dem zurückkomme, ist, weil es doch eine nachhaltige WM ausgetragen wurde. Aber auch im Nachhinein werden sie relativ viel auch jetzt umsetzen. Ein sehr interessantes Projekt hat Lahti gemacht, zusammen mit allen Partnern, mit der Umsetzung von der WM über die Nachhaltigkeit, dass sie alle einverbunden waren in viele verschiedene Elemente, nicht nur um die Umwelt, die Benutzung von Materiellen
solche Dings, auch mit die ganze Baumaßnahme, die unternommen wurde, aber auch wie die Sponsoren, wie die Partner, wie alle Programme, die dort gemacht wurden, innerhalb einer nachhaltigen Konzept. Und sie haben dann eine Partnerschaft mit einer Organisation, Protect Our Winters, also unsere Winter zu schützen, der jetzt relativ bekannt ist. Und bei der FIS haben wir auch mit dieser Organisation eine Partnerschaft jetzt gemacht, vor allem mit unserer Bring Children to the Snow Programme. Und Lahti wird zusammen mit der FIS in einem internationalen Sportverband Kongress in einigen Wochen ihre ganzen Aktivitäten dann vorstellen. Also da, es ist eine dreitägige Forum, der auch im Zusammenhang mit der IOC organisiert wird und ungefähr 100 internationale Verbände. Wird eine relativ große Sache. Und das bringt uns dann zur nächsten Winter, Pyeongchang. Es rückt sehr nah. Wir haben weniger als 100 Tage, bis die Olympischen Spiele losgehen. Und nächste Woche wird die Flamme in Olympia angezündet. Also das ist auch dann ein großer Meilenstein für die Organisation. Die ganze Delegation von Korea wird dort drüben. Und ich war zufällig letzte Woche nicht weit entfernt. Unser Kongress 2018, der 51. Kongress der FIS, findet in Griechenland statt, circa 1,5 Stunden von Olympia entfernt. Und wir haben gesehen, dass dort die Stimmung Richtung die Anzündung von der Olympischen Flamme ist jetzt im Lauf. Also es brennt. Und wir waren dann gemeinsam, alle FIS-Disziplin zuständige Kollegen, zusammen mit mir und einige von unseren funktionellen zuständigen Bereichen, in Pyeongchang für die sogenannte Final Inspection, also die Schlussinspektion. Wir konnten es die Woche direkt nach der IOC, Final Coordination Commission, was sehr, sehr praktisch war, um die weitere Arbeit dann umzusetzen und zu besprechen ins Detail. Wir konnten dann sehr effizient arbeiten, alle 6 Disziplinen der FIS, der am Programm der Winterspiele sind, konnten dann gemeinsam dort die Präsentation über die allgemeine Organisation erhalten. Aber dann natürlich haben wir dann sehr spezifisch in die Disziplinen mit den Venue-Inspektionen und dann mit dem ganzen sportlichen und organisatorischen Ablauf gemeinsam mit die Pyeongchang, die Pokog, koreanische Skiverband, und Olympic Broadcast Service, OBS, Swiss Timing, alle die wichtigen Partner waren gemeinsam und konnten eine sehr, sehr ausführliche Vorbereitung dort machen. Die Infrastruktur steht, also es gibt jetzt einen neuen High-Speed-Zug, der bereits von Incheon, vom Flughafen, durch Seoul, durch die Hauptstadt, bis auf die 2 Kernstädte dort oben in die Bergen. Also eine bedient dann der Region Freestyle Snowboard beim Phoenix Park und dann kommt dann der nächste Stopp in die Bergen. Also das heißt, dass Alpensia, Nordic Zentrum und Alpin und dann eigentlich für die Eissportarten, die in Gang 9 auf die Küste sind, ist dann der letzte Stopp. Und dieser Highspeed-Zug wird auch für ganzen Tourismus sehr, sehr wichtig anschließend der Spiele. Das heißt, dass jetzt, was rund um 4 Stunden mit dem Auto braucht, ist weniger als die Hälfte dann mit dem Zug von Incheon und noch eine halbe Stunde weniger von Seoul. Das heißt, es ist ca. 90 Minuten von Seoul bis zum Nordic Zentrum. Also der Bahnhof, der bedient das. Und dann eine kurze Shuttle danach.
Es wird auch beim Incheon Airport eine neue Terminal geöffnet. Der war noch nicht fertig, wenn wir dort Anfang September waren. Aber beim meine letzte Trip dort drüben Ende November wird es schon der Fall sein. Also es ist bereits einer der besten Flughafen weltweit. Und dann mit einer neuen Terminal dazu wird es sehr effizient laufen, auf jeden Fall. Natürlich ist die große Diskussion zurzeit über Sicherheit, die Situation dort mit den Nachbarn, mit Nordkorea. Und dort ist der IOC also sehr, sehr intensiv in die ganze Maßnahme eingeschlossen. Und sie haben zwei Leute, die permanent in Pyeongchang sind und führen dann die ganze Vorbereitung auf der Games Management und sind absolut à jour, also auf dem Laufenden mit allen Entwicklungen. Ich kann nur eine off-the-record kurze Information geben von unserer IOC Coordination Commission, wenn wir dort waren. Es war zu dem Zeitpunkt, war ein Test, der Anfang September stattfand. Mit die Mitglieder von dieser Kommission beinhaltet eine zukünftige König von einem europäischen Land, eine Mitglied von der auch japanische Führungshaus. Und eigentlich war nichts zu merken. Also in den Nachrichten war nichts, war keine Aktivitäten. Pyeongchang selber ist nicht sehr weit von die nordkoreanische Grenze. Eigentlich der Provinz, Gangwon-Provinz, ist in zwei geteilt. Ein Teil ist in Nordkorea. Also der Provinz, wo die Spiele stattfindet, ist in beide Länder. Und vor Ort wirklich haben wir selber dieses Erlebnis gehabt, ohne Aufmerksamkeit und ohne Probleme. Aber jeder ist sehr sensibilisiert zu der Situation, ist gar keine Frage. Der IOC hat das sehr ernsthaft in der Hand genommen, hat beste politische Kontakte und ist sehr proaktiv. Hat ständige Diskussionen auch natürlich mit den Nationalen Olympischen Komitees, weil schlussendlich sie sind dann zuständig für die Mannschaften, für die Athleten, die Hauptakteuren und haben dann ihre Anweisungen von ihren eigenen Regierungen dann zu Hause. Die Spiele gehen weiter mit einer kurzen, sehr spezifischen nordischen Information, und zwar bei den Jugend-Olympischen Spielen, zwei Jahre danach, in 2020. Sie finden in Lausanne statt, und der IOC hat vor zwei Monaten das Programm bestätigt, und wir sind sehr, sehr happy, dass nordische Kombination für die Damen ist bereits auf diesem Programm. Also Lassie wird dann selbstverständlich über die Entwicklung von die ganzen Aktivitäten im nordischen Kombination bei den Damen. Aber dass wir konnten das so weit bringen, dass auf den Jugendspielerprogrammen ist eine große Boost für die Disziplin. Und wir haben auch dann sehr gute Diskussionen mit einem Antrag und die Möglichkeiten bereits bei die Spiele in Peking in 2022. Also die Aussicht ist da. Natürlich wird die Jugendspiele in 2020 eine wichtige Plattform, um zu beweisen, dass der Sport auf der richtige Weg ist. Aber dann werden wir dann komplett vollständig mit Gender Equity durch alle unsere Disziplinen. Der letzte und nicht unwesentliche Punkt geht natürlich in das Anti-Doping-Welt. Und der Hauptthema zurzeit sind dann die Fälle betreffend Russland von Sochi und die weiteren Konsequenzen.
Und wir können dann die Forum updaten, wie es zurzeit steht und was sind dann die nächste Schritte. Und zwar, dass es hat der IOC eine lange Zeit gebraucht, überhaupt eine sogenannte Forensik-Test einzuführen. Die Untersuchung, die durch die WADA, sogenannte McLaren-Kommission, gemacht wurde, hat die Untersuchung gemacht, hat gewisse Analyse gemacht, hat grundsätzlich auf einer Informationsbasis diese Arbeit gemacht, aber eine spezifische forensische Test überhaupt zu prüfen, wenn es zu Manipulation oder andere Regelverstoß gab mit die Probe, war ihr Mandat nicht so weit. Das heißt, dass wenn der IOC betreffend die Spiele die Fälle übernehmen musste, ist das von vorne anzufangen. Und selbstverständlich, so was der rechtlich sattelfest ist, kann nicht über Nacht gemacht werden. Und wir sind in die Situation, dass die forensischen Testen sind fast beim Abschluss von allen. Und wird dann der IOC-Kommission prüfen, wenn es gibt dann Einzelfälle, die dann weiter zu verfolgen sind. Von der FIS-Seite her, nachdem wir der einzige Verband ist, wo Athleten bereits gesperrt wurden, und zwar seit vorletzter Winter, die auch dann durch der CAS auch mit ihrer Suspension bestätigt wurde, sie haben diese Fälle priorisiert. Nachdem der CAS hat uns auch dann eine Zeitlimit gegeben von 31. Oktober, wo die Sperre aufrecht bleibt. Bis zu diesem Zeitpunkt muss es dann konkrete Beweise kommen, präsentiert dann über diese Fälle, um die Sperre aufrecht zu halten. So, der IOC ist natürlich ganz involviert mit dieser Zeithorizont und arbeiten sehr intensiv, wenn es möglich ist, so nah wie möglich zu kommen. Es scheint, dass es wahrscheinlich zu knapp wird, aber der wichtige Zeitpunkt ist natürlich Saisonanfang. Für andere Verbände ist die Situation etwas anders, nachdem die Athleten noch nicht bereits gesperrt sind durch ihren Verband. So, wir erwarten eigentlich, dass in circa die nächsten 4 Wochen wird intensive Aktivitäten geben. Zuerst muss der IOC Disziplinarkommission tagen. Sie werden dann entscheiden, gibt es Fälle oder doch nicht. Und wenn ja, werden Sie die dann anhören. Und der IOC wird dann die IOC Disziplinarkommission hat dann das Mandat von der Executive Board, den Entscheid zu treffen über diese Fälle, über alle Fälle, die dann aus der sogenannten Sochi-Situation gekommen sind. Und dann nach der Entscheid von der Disziplinarkommission, das kann sich nur auf die Olympischen Spiele betreffen. Sie haben keine weitere Möglichkeit, eine längere Sanktion, eine längere Sperre-Suspension, weil dort ist der IOC nicht zuständig. Alles, was rund um die Spiele betrifft, also heißt auch Disqualifikation von den Wettkämpfen, beziehungsweise Ausschluss dann von den Spielen. Aber wenn es geht dann um die Periode außerhalb der Spiele, sind dann die internationalen Verbände zuständig. Und es wird dann sofort der Entscheid der Disziplinarkommission der IOC an die Verbände, sprich an die FIS, wir sprechen hier über Langlauf, vermittelt und wird dann der FIS-Doping-Panel dann
die Fälle in der Hand nehmen und aufgrund dann von der Basis der IOC, Disziplinarkommission, Anhörungen, eine weitere Anhörung bzw. seinen Entscheid dann treffen. So, das gibt euch ein bisschen einen Zeithorizont. Wie gesagt, der Ziel ist anfangs der Saison, beziehungsweise so nah wie anfangs der Saison aus möglich. Auch selbstverständlich für die Athleten. Es geht um Qualifikation für Pyeongchang. Es geht auch um die ganze Glaubwürdigkeit von der Prozess. Aber auf jeden Fall, was wichtig ist, selbstverständlich für beide Seiten, dass die Testen, die jetzt rechtlich korrekt sind, das ist wichtig für beide Seiten, muss man schon sagen, um einen gewissen Schutz für die Athleten, aber auch für den Verband, der sehr intensiv dann mit die Fälle sich gegangen hat, dass es dann doch aufrecht vor dem Gericht steht. Ja, die sind dann die Hauptpunkte. Der IOC hat sich auch jetzt gerade vor circa einem Monat eine Bestätigung erteilt, dass die sogenannte Independent Testing Authority, also die unabhängige Testautorität, wird dann gegründet. Und zwar eine unabhängige Anti-Doping-Organ, möchte nicht sagen Agentur, aber der durch der IOC eigentlich als Basis aufgebaut wurde, aber für die Verbände eingeführt ist. Das heißt, es wird dann als eine sogenannte Non-Profit-Organisation, es wird durch die Verbände dann bestimmt, aber alle gemeinsam. Es ist eine freiwillige Mitgliedschaft, aber es ist von dem her eine Organisation, was wirklich unabhängig von die Verbände selber. Das heißt, dass anstelle, dass wir die Einzelverbände die ganze Testplanung, die Results Management, also die Analyse von den Ergebnissen und dann die Anhörungen und dann die Entscheid, wird diese unabhängige Testingagentur das ganze Prozess machen. Mit den Verbänden werden sie schon eng zusammenarbeiten, um der eigene Intelligenz, die spezifischen Elemente von einem Sport, über das Risiko, die verschiedenen Risiko von Doping und so weiter. Aber wir werden dann hier für die Kredibilität für die Verbände und ihre Dopingaktivitäten einen sehr großen Schritt machen. Wir sind sehr involviert eigentlich in die Vordiskussionen der unabhängigen Testing-Organisation, also es heißt ITA als Verkürzung, ist bereits im Einsatz für die Dopingkontrolle in Pyeongchang. Also das heißt, es läuft schon. Sie haben dann diese Aufgabe von der IOC übernommen und wird bereits ihre ersten Einsätze haben. Danach übernehmen sie dann schrittweise dann die Rolle für alle Verbände, die das wollen. Selbstverständlich werden wir für diese Services dann zahlen. Aber wenn wir zahlen, diese Agentur oder eine, der das wirklich unabhängig macht, unter der Aufsicht von der IOC und von WADA. WADA ist dann in der Aufsichtsrat, haben wir einen sehr wichtigen Schritt für die Verbände dann hier eingeführt. Voilà. Gut, ich denke, dass für Sie viel wichtiger ist. Ich hoffe, dass Sie über den Sport etwas hören. Und für das haben wir unsere drei Renndirektoren hier und werden euch über spannende und interessante Neuerungen mitteilen. Von unsererseits her, wir werden uns bestimmt öfters im Laufe des Winters treffen.
und ganz sicher dann bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang. Trotz die relativ schwierigen Diskussionen darüber mit Sicherheit und mit was passiert dann doch mit die Situation von Sochi und mit Doping und so weiter. Wir sind zuversichtlich, dass das können wir dann doch die Doping-Sache auf die Seite jetzt in die kommende Zeit erledigen und wir können uns freuen auf wirklich spannende Winterspiele, eine neue Meilensteine zu erreichen für den Sport, super neue athletische Leistungen, neue Champions und wirklich dieser Spirit, was die Olympischen Spiele bringt, der absolut einmalig ist. Wir freuen uns drüber und werden auch unser Bestes tun, dass die Weltcup-Rennen vorher bauen auf bis dieser große Höhepunkt im Winter. Und dann danach wird es dann auch dann die ganze Beweise und die ganze Fights. Ich hätte und dann eine schöne Abschluss zum Winter. Vielen Dank für alles, was ihr macht, unsere Sports, unsere Disziplinen auch zu promoten. Wir sind sehr dankbar dafür. Es sind nur relativ wenige Leute, die haben die Möglichkeit, bei einem Event selber teilzunehmen. Aber rund um die Welt, wir möchten jede erreichen. Und das machen wir durch euch, durch die Medien. Und eure fachliche Berichterstattung ist für uns sehr, sehr wichtig. Nochmals herzlichen Dank. Applaus